Mir geht es nicht darum, mich falsch anzubiedern, sondern um die Gesundheit der Menschen. Deshalb will ich eine Welt mit weniger als mit mehr Drogen. Vielen Dank. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist hart, solche Aussagen zu hören. Aber trotzdem habt ihr euch einen zweiten Part des Worst of der Politiker-Aussagen über die Legalisierung gewünscht. Und ich möchte euch natürlich auch nicht enttäuschen. Daher seid ihr selber schuld, dass wir uns heute wieder drei Politiker ansehen, über die ich bereits ein Video gemacht habe. Die härtesten und unverständlichsten Aussagen sind im folgenden Video wieder kommentarlos zusammengeschnitten. Aber für alle, die die ganzen Videos plus meinen Kommentar dazu sehen wollen, sind die Links zu den vollen Videos in der Beschreibung zu finden. Ich bedanke mich jetzt schon mal, dass ihr eingeschaltet habt und entschuldige mich für die anstrengenden nächsten Minuten. In der Zukunft wird bestimmt auch wieder was Positives zu berichten sein. Ich versuche da auf jeden Fall eine gesunde Mischung reinzubekommen. Aber genug geredet, lasst uns mit den ersten Politiker loslegen, der, wie es auch nicht anders zu erwarten war, aus den Kreisen der CDU und CSU stammt. Und zwar geht es um Stefan Pilsinger, über den ich in der Vergangenheit schon das ein oder andere Video gemacht habe. Behauptet wird auch oft, eine kontrollierte Abgabe von Cannabis als Genussmittel könnte einen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten, weil dadurch die Qualität von Cannabisprodukten kontrollierbar wäre. Fakt ist aber, dass dann aus Gesundheitsgesichtspunkten alle Drogen kontrolliert abgegeben werden müssen. Auch wird behauptet, dass durch eine mögliche Besteuerung von Cannabisprodukten erhebliche Einnahmen erzielt werden würden, die so der Suchtprävention und Aufklärung zugeführt werden könnten. Fakt ist aber, dass erhebliche Steuereinnahmen aus dem Vertrieb von Cannabisprodukten nur dann zu erzielen sind, wenn möglichst viel Cannabis auch vertrieben wird. Tabakwerbung verbieten wollen, aber Cannabiskonsum zu Steuerzwecken nutzen. Wie die jüngst veröffentlichte Capri-Studie der LMU München belegt, kann Cannabiskonsum zu psychischen Störungen wie Angststörungen, Depressionen, Suizidalität, bipolaren Störungen und sowie Psychosen führen. Vielfach wird auch behauptet, dass Cannabiskonsum die Arbeitsfähigkeit der Menschen nicht beeinträchtigt. Fakt ist aber, dass Cannabiskonsum zu vielseitigen kognitiven Beeinträchtigungen führt. Fast alle seriösen Studien machen es mehr als deutlich, intensiver Cannabiskonsum macht einfach dumm. Herr Kollege, lass uns eine Zwischenfrage tun. Nein. Gesehen habe, hochnäsige Zicker. Sie sind ein Gegner, habe ich mitbekommen. Meine grundsätzliche Überzeugung ist, ich glaube, wenn eine Droge legal ist, dann ist es für die Menschen leichter, da ranzukommen. Man sagen mir einige in Berlin, ja, ich kriege ja auch Gras an jeder Ecke in Berlin. Mag so sein, aber ist nicht in jedem Ort so. Und ich glaube, wenn es so einfach herzubekommen ist wie Alkohol oder auch wenn es Läden gibt, wo man einfach reingehen kann und sich damit eindecken kann, jeder, der dann gesunden Menschenverstand hat, der weiß, da kommt man leichter ran. Und ich bin der grundsätzlichen Überzeugung, wir brauchen nicht mehr Drogen, sondern weniger Drogen in Deutschland. Und deswegen halte ich das für einen falschen Ansatz. Früher Beginn und häufiger Cannabiskonsum in der Jugend sind mit geringen Bildungschancen assoziiert. Ja, das tat schon weh. Aber weiter geht es mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich zwar nicht häufig zu dem Thema äußert, aber es trotzdem Szenen zu finden gibt, über die ich schon mal ein Video gemacht habe. Wie stehen Sie zur Forderung, den bestehenden Schwarzmarkt für Cannabis durch einen regulierten Markt mit Jugend- und Verbraucherschutz, in Klammern Kontrolle von Qualität und THC-Gehalt, zu ersetzen und mehr Suchtprävention über Cannabissteuern zu finanzieren? Ich stehe dazu ablehnend. Ich glaube, dass wir in sehr speziellen Fällen Ausnahmen gemacht haben, aber generell Cannabis nicht freigeben sollen. Natürlich ist immer die Frage, ist ein weitgehendes Verbot immer eine Ursache auch von Schwarzmarkt? Das ist ein Argument. Auf der anderen Seite, durch eine Legalisierung würde man die Schwelle noch weiter heruntersetzen und wir halten doch die Nebenwirkungen von Cannabis für so gefährlich, dass man das nicht tun sollte. Es gibt immerhin 2 Millionen Menschen, die in diesem Bereich auch Cannabis konsumieren. Und das ist schon viel zu viel, wie ich finde. Und insofern neige ich dazu, oder ist meine Meinung, dass wir das nicht generell legalisieren sollten. Um ein Vielfaches mehr Menschen, die natürlich in Deutschland Alkohol und Tabak konsumieren, das wird besteuert, ist also
in unser ganz normales System eingegliedert. Warum gibt es diesen Unterschied? Ist das historisch zu rechtfertigen oder lässt sich das heute auch, wie auch immer, plausibel anhand von Fakten begründen? Wir sind der Meinung, dass Cannabis als Droge eingestuft werden muss. Das ist auch international so. Und das bedeutet, dass auch der Konsum von geringen Mengen sehr, sehr hohe Abhängigkeiten schaffen kann. Bei Alkohol und Zigaretten ist ein vernünftiger, begrenzter Umfang nicht sofort so suchtgefährdend, wie das bei Cannabis nach unserer Auffassung ist. Sicherlich hat gerade Alkohol auch etwas mit einer Tradition zu tun. Aber im Maßen genossen ist ja Alkohol als Ergänzung zum Essen zum Beispiel nur nicht etwas, was sofort Sucht verursacht. Oh, da bin ich sehr restriktiv. Das mag sein, aber wie ist Ihre Meinung dazu? Sie stehen dazu und sagen ein ganz klares Nein. Nein, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo das aus medizinischen Gründen vielleicht unabwendbar ist. Ansonsten nein, ja. Ich bin da ablehnend. Ja, und das waren die Aussagen von Angela Merkel, die ich bisher gefunden habe. Kommen wir nun zum letzten Politiker in diesem Video, der diesmal aber nicht aus den Reihen der CDU oder CSU stammt, sondern aus den Reihen der AfD und hört auf den Namen Axel Gerke. Also lasst uns doch mal reinschauen. Die Legalisierung von Cannabis als bisher verbotene Droge wird allein schon dadurch erschwert, dass wissenschaftlich belastbare Fakten bestenfalls zur medizinischen Wirkung, nicht aber zur Drogenszene bestehen. Lassen Sie mich doch ausreden. Daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, wir müssen Cannabis legalisieren, um so verlässlichen Daten zu kommen, wäre schon der erste Trugschluss. Die Drogenszene bliebe bestehen. Und da Dealer im Gegensatz zu dem von Ihnen eingebrachten Gesetz keine Mindestaltergrenze kennen, würde sich vermutlich sogar noch ausweiten. Zumindest ergibt sich für minderjährige Jugendliche kein Unterschied, ob mit oder ohne Legalisierung. Nur reden wir von Jugendlichen. Da geht es ganz besonders darum, geht es. Sie, aber wir nicht. Na gut, aber ich bin ja jetzt hier am Pult, deswegen lassen Sie mich doch das reden. Typische Argumente sind, wir haben in der Jugend auch gekifft und es hat uns nicht geschadet, wobei allein das schon eine subjektive Bewertung ist. Und es soll ja auch nur nach strengen Regeln verkauft werden. Nur über 18 Jahre, nur in Apotheken oder in eigenen Fachgeschäften. Und diese dürfen aber laut Ihrem Gesetz nicht in der Nähe von Schulen und Jugendtreffs angesiedelt sein. Als ob das eine Rolle spielen würde. Allein das zeigt die ganze Hilflosigkeit Ihres Vorhabens gegenüber den echten Fakten einer Sucht. Vielmehr steht zu befürchten, dass Cannabinoide als Einstiegsdroge für härtere Gangarten zu werten sind. Und interessanterweise kommen diese Befürchtungen genau von denjenigen, die sich am meisten mit der Drogenszene befassen. Von Strafverteidigern, Psychiatern, Drogenbeauftragten, Elternverbänden und Bewährungshelfern. Meine Frage geht dahingehend, Sie haben mitbekommen, dass der Bund der Kriminalbeamten sehr viel Kraft und Energie und vor allen Dingen Personal daran bindet, dass man Konsumenten jagt und hat dringend darauf hingewiesen, dass diese Praxis beim Eigenkonsum aufhört, weil die Polizei in diesem Land Wichtigeres und Bedeutenderes zu tun hat. Sind Sie einer Meinung mit den Kriminalbeamten, dass die Polizei in diesem Land Wichtigeres zu tun hat, als Konsumenten, die ein Pfeifchen rauchen, zu jagen? Nein, nein, Frau Kollegin, der Meinung bin ich nicht. Ich schließe mich der Meinung des Präsidenten der Bayerischen Polizei an, der genau dieses für völligen Unsinn gehalten hat. Und da, denke ich mal, hat er vollkommen recht. Ich finde nicht, dass das eine Tauschmutter ist, die da nur sitzt und nörgelt und meckert und an unseren Lebensstil herummeckert und versucht, ihn zu ändern. Und das war's dann auch mit dem zweiten Part des Best of Worst auf Drogenpolitik. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen aushalten können. Für diejenigen, die etwas zur Beruhigung brauchen, kann ich euch jedenfalls meine Videos über Kürsten Kappert-Gonter, Cem Özdemir oder die SPD-Spitze empfehlen, die sich allesamt für die Legalisierung einsetzen. Schreibt mir natürlich gerne wie immer, was ihr von den Aussagen im Video gehalten habt. Ich bin gespannt, eure Meinung dazu zu hören, welchen Politiker ihr nett ausgedrückt, fachlich gesehen am wenigsten auf der Höhe haltet. Über weitere Infos rund um das Thema werde ich euch natürlich auch in der Zukunft auf den Laufenden halten. Und zum Schluss möchte ich mich wie immer dafür bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das bedeutet mir wirklich viel. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr noch in eins der Videos schauen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Oder in die Kanäle, die ich auf meinem Kanal verlinkt habe. Also mich würde es jedenfalls sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.